Hallöchen und herzlich willkommen zurück bei Kolat. Und Weißer Kadaver ist noch weiter mit dabei. Vielen Dank dafür. Ich streame auch nebenbei, deswegen nicht wundern, vielleicht wenn ich auch ab und zu mal nach rechts rüberschaue oder so. Aber wir müssen uns jetzt hier auch mal der Realität stellen, der harten Realität, nämlich, dass wir dahin wollen und gleich sterben werden. Da ist die Kirche, wo wir hinwollen, aber dieser Ort hier, der ist uns schon mal zum Verhängnis geworden. Ja, der Typ da an sich, der macht ja nichts, aber jetzt hier entlang. Kommen wir hier runter? Kommen wir dann vor allem auch wieder zurück? Ich bin mir da nicht so sicher. Komme ich jetzt noch zurück? Moment. Und da ist der orangene Nebel. Ja. Na, jedenfalls, der ist an sich nicht schlimm, aber da ein bisschen weiter unten erwartete uns dann der Tod. Hier noch nicht. Wir sind da noch ein bisschen weiter gegangen. Ja, komm, wir hauen ihn mal eben an. Er verpieselt sich. Das Gute ist, dass wir jetzt hier den Checkpoint in der Nähe haben. So, jetzt müssen wir mal gucken. Oh, wie kommen wir da hin? Ich will mal ganz kurz auf die Karte gucken. Hier sind wir. Okay. Ach, du meine Güte. Wir müssen hier noch so rum und dann nach da. Verstehe. Oh. Und hier gibt es so ganz viele Verzweigungen. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich dann den richtigen Weg durch dieses Labyrinth finden, um ihm zu entgehen. Also. Und das geht jetzt hier nach Süden. Ja, tendenziell nach Süden. In Ordnung. Dann würde ich vielleicht mal versuchen. Ich könnte mir vorstellen, dass ich das letzte Mal da rechts lang gegangen bin, weil das irgendwie der offensichtlichere Weg ist. Das heißt, ich gehe vielleicht mal nach links hier. Ja. Ist da was? Hat da was geflattert? Oder war das nur der Wind? Also, vielleicht auch beides. Kann auch sein. Oder vielleicht sind wir auch hier lang gegangen, das mag sein, aber ja, boah, das kann echt sein. Aber wir wissen jetzt ja so ungefähr, was zu tun ist. Shit, da ist er. Nämlich laufen. Laufen, laufen, laufen. Okay. Dann war er wirklich da rechts auf dem Weg, ne? Dann war es vielleicht ganz gut, wie wir es gemacht haben. Boah, geht's hier tief runter, Alter. Alter, Schall. Oh nein. Von wegen, alles richtig gemacht und so. Hier lang oder da lang? Tendenziell, naja, Süden. Süden ist gut. Immer weiter nach Süden. Hier flattert definitiv was. Oh, den Checkpoint würde ich gern mitnehmen. Die Chance würde ich echt gern mitnehmen. Leuchtet da was? Nee. Vielleicht auf der anderen Seite von dem. Von dem Berg hier. Von dem Hügel. Gute Frage. Ich will mal ganz kurz gucken. Was wären das hier so für Koordinaten? Habe ich mir da vielleicht irgendwas notiert? Einmal gucken. 67. 67, 70 habe ich mir was notiert. Nee, das kann nicht sein. 72. Nee, es passt alles nicht. Passt alles nicht, was ich hier mir notiert habe. Im Sichten der Aufnahmen. Shit, wo ist das denn hier? Weißt du was? Ich gehe nochmal eben zurück. Und dann hier nach rechts. Um irgendwie. Irgendwie. Wo war das da auf dem Berg drauf? Weißt du, hier so? Hier so? Vielleicht? Ja. Auf jeden Fall geht's hier durch. Aha. Und hier hört man das Flattern auch durchaus gut. Kann es nicht so wirklich lokalisieren. Hier kommen wir. Naja, genau. Da kommen wir da runter, wo wir eben waren. Ne? Oder ist noch weiter oben? Auch eine Möglichkeit. Das fängt jetzt nicht wirklich an zu wummern, oder? Ah, guck mal, hier. Hier kommen wir noch weiter nach oben. Oder?
das wäre gut. Ja, gut. Okay. Sehr gut. Langsam checken wir es. Ich vor allem. Was ist das denn für ein Megatotem? Das ist der große Bruder von denen hier. Hier. Gucken einmal. So, was haben wir denn hier? Seversk. Aufnahme geheim. Dmitr Ivanovich 54. Zuerst hörten wir ein Knacken, wie wenn ein Baum gefällt wird. Ich sagte zu Name geheim, er solle nachschauen gehen, denn es hörte sich an, als käme das Geräusch aus der Kammer. Name geheim stand auf und prüfte die Anzeigewerte. Er sagte, es wäre alles in Ordnung und dann begann sich plötzlich die Türe zu verbiegen. Sie wölbte sich, als würde jemand einen Ballon dahinter aufpumpen. Schließlich brach sie aus dem Rahmen und schoss mit voller Wucht ins Zimmer. Der Arme sowieso stand vor mir und die Tür, sie erledigte ihn einfach. Ich sah alles in Zeitlupe. Ich dachte, gleich würde jemand hereinkommen, das Militär, oder vielleicht hätten uns die Amerikaner angegriffen. Aber es kam niemand. Sowieso vergrub sein Gesicht in seinen Händen und begann zu schreien. Wie ein verwundetes Tier. Ich werde diesen Schrei nie vergessen. Dann stand er auf, stellte sich mit dem Rücken zu uns und sein Kopf drehte sich herum. So stand er und sah uns an. Ich weiß nicht, wie lange, vielleicht eine Sekunde, aber für mich fühlte es sich wie eine Stunde an. Ich schrie, die Leute sollten weglaufen, sich in Sicherheit bringen. Schließlich ging sowieso zu Boden und sowieso stürzte zu ihm. Es schien, als wollte er etwas sagen, aber sein Gesicht, ich weiß nicht, Inspektor, ich glaube, ich habe den Verstand verloren. Stimme aus dem Zimmer, bitte fahren Sie fort, Doktor, sowieso. Sein Gesicht begann sich aufzulösen, Stück für Stück, wie Scherben einer zerbrochenen Porzellanmaske. Dann begannen plötzlich Gegenstände zu schweben und Tische herumzurücken. Wir hörten Schreie und lautes Gepolter. Alles begann zu schreien. Ich schrie auch. Wissen Sie, ich fühlte mich, als würde etwas in mir kochen. Ich musste entkommen. Ich begann zu kriechen. Auf dem Boden war eine Flüssigkeit, aber ich kroch einfach weiter. Ich erinnere mich, dass ich meine Augen schloss und mich vorwärts bewegte, meinem Gedächtnis folgend. Aha. Ich hörte Gebrüll und Schreie, bis schließlich etwas explodierte und alles still wurde. Ich weiß nicht, wie lange ich bewegungslos am Boden lag. Schließlich öffnete ich meine Augen, aber um mich war es dunkel. Wissen Sie, ich tastete mich zum Flur. Ich stand langsam auf und sah am Ende des Tunnels das schwache Blinken der Notleuchte. Ich ging auf das Ende des Tunnels zu, wobei ich hin und wieder über irgendetwas stolperte. Als ich das Licht fast erreicht hatte, erstarrte ich. Ich schloss meine Augen erneut. Stimme aus dem Zimmer. Sie machen das sehr gut, Dmitr Ivanovich. Bitte fahren Sie fort. Ja, natürlich, es tut mir leid, aber ich weiß nicht. Ich meine, ich schloss meine Augen, weil ich nicht glauben konnte, was ich sah. Am Ende des Flurs war eine Gabelung. Links und rechts standen Menschen. Sie waren verschmolzen mit Gegenständen, mit den Wänden, irgendwie miteinander vermischt, als hätte jemand einen großen Löffel genommen und einen Teil der Welt damit durchgemischt. Uiuiui. Aha. Interessant. Ja. Und das hier, das ist jetzt nämlich, ja, weiß ich nicht, ein Andenken daran, was hier geschehen ist, ne? Die Vermischung der Menschen oder so. Bestimmt. Heieiei. Ja, mal gucken, ob wir das auch noch erleben dürfen. Bestimmt in der Kirche. Mhm. Ach so, und wir können jetzt auch mal gucken, welche Location das jetzt hier ist. Hier sind wir. Ah. Ja, dann gehen wir zurück. Gehen so rum und dann einfach weiter. Und wenn wir dann hier an die Gabelung kommen, weiter nach Norden. Es läuft. Es ist ja eigentlich ganz okay, wenn man halt ab und zu einen Checkpoint findet, ne? Komm, ich lasse das Licht mal ein bisschen an. Mal gucken, ob es wirklich so schlimm ist, wie es in unserem Überlebenshandbuch beschrieben stand. Wahrscheinlich schon. Ja, da stand ja eigentlich, wir sollten das nicht machen, aber hey, ne? Du könntest ja trotzdem mal versuchen. Hallo, ich würde hier gern runterkommen. Dankeschön. Ohne runter zu plumpsen, zumindest nicht zu hart. So. Weiter nach Süden. Jetzt frage ich mich natürlich, haben wir denn jetzt hier den üblen Teil hinter uns gebracht mit dem Dude? Mit dem Geist, der uns verfolgt? Mit der Anomalie? You have to go faster. Was? I don't have a lot of time left. You have to hurry. Oh. Find the way.
Ja, geil. Da, ja, vielen Dank. Ja, schön. Ach du Scheiß, von wegen, wir haben es hinter uns. Ich glaube, jetzt ist auch schon egal. Oh, 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 oh. Ach so, da kommt was von oben runter. Ja, toll. Ja, kommen wir denn jetzt den Weg entlang, wo ich lang wollte? Ah, erst nach Süden, jetzt nach Osten. Das ist eigentlich nicht so schlecht. Ich kann gerade nicht rennen. Ich kann gerade nicht rennen. Ich versuch's. Lauf, lauf, sagt er. Ja, ja. Schneller. Jetzt nach Norden. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Er kann leider immer nur sehr kurz sprinten. Das ist das Problem. Komm schon. Komm schon. Ja, und weiter geht's. Nach Norden ist gut. Vielleicht nach da. Das ist die Gabelung, wa? Ist das die Gabelung? Oh, ich versuch's. Ich versuch's mal. Ob das die richtige Entscheidung war? Das weiß ich nicht. Das weiß keiner. Verfolgt uns der Nebel? Ich höre auf jeden Fall die Glocken klingen. Aber hallo. Oh. Das ist ein schwebender Baum? Nee. Ich höre die Glocken, aber es ist nicht hier. Dann doch zurück und nach links. Wenn jetzt hier noch nicht alles zu ist mit dem Nebel. Nee, geht. Es geht. Er hat keine Kondition mehr. Er hat keine Ausdauer. Da habe ich mir keinen Kaffee bereitgestellt. Oder hier? Da vielleicht? Die Glocken rufen uns auf jeden Fall. Oh ja. Ja, probieren wir es mal hier. Ansonsten eben mit der nächsten Abzweigung. Hey, kommen wir nicht durch. Ich bin wieder zu fett. Hier vielleicht. Eine Abzweigung nach der nächsten. Naja, was soll man machen, ne? Was soll man tun? Hier auf jeden Fall nicht. Na, komm schon. Es wird lauter. Ah, da ist sie. Da ist die Kirche. Ah. Sieht aber noch relativ weit weg aus, wa? Haha. Ja, da ist der Turm. Wir sind bald da. Guck mal, es läuft. Oh ja. Ja, ich laufe einfach mal direkt drauf zu. Bleib einfach mal hier. Ich habe natürlich wie immer Angst, irgendwas zu verpassen, hier links oder rechts, aber naja. Vielleicht finden wir da ja irgendwie... Was war das denn? Aus dem Nichts? Ohne Vorwarnung? Was? Das ist jetzt das nächste Level oder was? Alter, hat er mich erschrocken. Ui. What the fuck? Hat jetzt irgendwie der ganze Wind und alles hier das Wummern übertönt oder was? Das Läuten natürlich. Uff. Oder dürfen wir da nicht einfach so straight drauf zurennen irgendwie? Das hat mich jetzt ja völlig aus der Bahn geworfen. Was war das denn? Na ja gut, wenn wir jetzt schon wissen, wo wir lang müssen, dann ist der Weg nicht so lang, aber... Hui. Wie gemein ist das denn? Finde ich jetzt ja gar nicht gut. Na komm, machen wir es mal wie eben auch. Okay. Klar. Boah, müssen wir da wirklich irgendwie einen anderen Weg lang nehmen? Wie sind wir denn eben überhaupt gegangen? War das der Weg? Das kann schon sein. Wir müssen ja dahin, ne? 51, 30, ja, ja. Genau dahin. Hier konnten wir nicht lang wegen der Brücke, ne? Genau. Hier war die Brücke kaputt. Also wenn wir hier wirklich nicht lang gehen können, dann müssten wir eventuell hier so rumgehen. Wir versuchen es nochmal. Und wenn das nicht klappt, dann müssen wir das wohl machen. Ach, halt die Klappe. Scheiße.
or I'll unleash hell upon you. Ja. Ich würde ihn lieber nicht finden. Ich habe das schon gemerkt mit der Hölle ab Onnas. Was ist das hier, was so kratzelt? Das ist nur das, was hier runterkommt, ne? Es fühlt sich immer so an, irgendwie, als ob der Boden unter uns wegbrechen würde, aber nee. Ja. Komm schon. So eine Adrenalinspritze ins Herz. Gleich. Abkürzung. Das ist vielleicht die Abkürzung hier, die wir nehmen. Das ist aber nicht so gut. Scheinbar. Das wird uns nicht erlaubt. Oder hast du da etwas gesehen? Oder hast du da etwas gesehen, lieber weiser Kadaver, wollte ich gerade sagen. Aber ja, hat sich schon erledigt. Wir müssen wohl immer weiter laufen, 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 so schnell es geht. Shit. Naja. Das ist ja echt fies. Ohne jegliche Ankündigung einfach so, das finde ich ein bisschen doof. Ohne jegliche Ankündigung. Die Welt bricht um uns zusammen, weißt du, alles rumpelt, alles geht in den Arsch. Nee, das ist keine Ankündigung. Das sind keine Zeichen der Apokalypse. Nein. Alles gut. Da kann man ja nicht mit sowas rechnen. Ne? Darf ich vielleicht ein Schlückchen Wasser nehmen? Nee. Ja, ich weiß. Ich versuche so schnell zu laufen, wie es geht. Und ab und zu macht er halt Zwangspausen. Hilft es denn etwas, mich ein bisschen hinzuhocken oder so? Ich will es eigentlich gar nicht machen, aber... Ja. Nee, ich will es wirklich nicht machen. Ich lasse die Lampe mal aus. Ja. Jetzt will er so stolpern an der einen Stelle. Naja, gut, vielleicht. Kann sein. Oh, wieder Ausruhphase. Ausruhphase. Komm schon. Und go. Augen zu und durch. Ja, vielleicht hat uns eben der Nebel eingeholt oder so. Shit. Könnte auch sein. Oh, mach schon. Komm. Lauf. So, hier nicht. Ja, vielleicht hilft es ja was, wenn wir die Zeit uns jetzt sparen, ne? Die wir eben vermasselt haben. Verschlammerselt haben. Ah, ich sehe nichts. Ah, er ist so aus der Puste. Shit. Und jetzt einfach genau, da auf die Kirche. Auf die Kirche zu. Und wenn wir jetzt hier wieder abgesnackt werden, einfach so, dann müssen wir es das nächste Mal probieren, da rechts lang zu gehen. Oh, das Wetter hier ist auch eine einzige Katastrophe wieder. Hier so ein bisschen hier rum irgendwie. Ne? Oder da? Oder ich weiß es nicht. Ja. Ist auf jeden Fall schon näher dran. Oh, da kommt's. Oh, shit, da kommt's. Nein, es kommt überall her. Wo kommen wir denn da rein? Ich hätte da nach vorne zum Haupteingang vermutlich gehen sollen, wa? Shit, warum bin ich hier lang gegangen? Komm schon, laufe. Ich versuche hier einmal rumzugehen. Jetzt hier irgendwie reinquetschen? Nein. Und hier kommen wir nicht durch. Ja, ist klar. Okay. Ich hätte nach rechts gehen sollen, da zum vermeintlichen Eingang zur Kirche. Aber wir waren fast da. Fast gilt leider nicht. Shit. Sorry. Aber es geht. Wir wissen auf jeden Fall, dass es tendenziell geht, die Kirche zu erreichen. Ist schon okay. Danke für die Anfeuerung. Nochmal. Yay. Yeah. Lass uns die Kirche anzünden. Das könnten wir machen. Boah, das wäre die Lösung überhaupt. Boah, Edna war auch toll. Edna war geil. Eigentlich müsste ich da mal die Fortsetzung spielen. Und auf Deponia hätte ich auch mal Lust. Und zwar alle Teile. Das würde eine lange Serie werden. Das würde eine verdammt lange Serie werden. Ah, hätte ich irgendwie Bock drauf. Könnte man ja immer wieder mal so ein bisschen machen.
immer mal wieder eine Folge davon einstreuen in das Programm. Das alles in einem Stück zu machen, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Was? Du kennst das nicht? Du kennst Edna nicht? Oder Deponia oder nichts davon? Dann musst du unbedingt mal in das Let's Play dazu reingucken. Edna bricht aus. Unbedingt angucken. Vor allem natürlich, wenn du vielleicht ein bisschen Point-and-Click-affin bist, aber auch so. Das ist sehr lustig. Hätte ich selber noch mal Bock reinzugucken. Ich muss unbedingt mal so eine Session machen, wo ich ein bisschen im Archiv rumstöbere. In älteren Aufnahmen, da hätte ich echt mal Bock drauf. Vielleicht mal ein bisschen Highlight-Zusammenschnitt machen. Gucken, ob das funktionieren würde. Gucken, ob man aus den Ortsaufnahmen Highlights rauskriegt. Irgendwas, was heraussticht. Das weiß ich nicht. Hab ich noch nicht versucht. So, einmal konzentrieren. Also. Ja, genau. Wir sind auf dem richtigen Weg. So, ich halte mich mal wieder ein bisschen. Ach, guck mal hier. Kann man darüber? Ne, ich versuch's mal lieber nicht. Ich beeile mich lieber. Ich halte mich so ein bisschen rechts. Das hat ja eben ganz gut funktioniert. Genau. Und da könnte halt der Eingang sein. Oh, hoffentlich. Das ist aber verdammt nah an dem Nebel dran. Oh, shit. Kommen wir hier rein. Ja. Da ist ein Zettel. Ich hoffe, der Kollege ist noch nicht da. Uff, ich nehme den Zettel. Geht doch gleich wieder los. My body is a shell and I am ready to absorb him. Now I see the plan. I see the magnitude of devastation. The creator summons me and I want to be his food. I am humming his tune. I am looking at the world through his eyes. I drink the blood of his enemies and taste the rotting bodies. I feel the sin sprouting under my skin. I hear screams in my head. I hear them calling me. I hear the calling of the ones that through him have already found their eternal shelter. Free them, my lord! Free them! And take me instead! Fulfill your revenge! At the hour of my death, an army of angels comes out from the orange light. Their song is made of one powerful voice. I feel their presence, their twisted faces, their black eyes drilling into my consciousness. They demand to finish the work. Oh, his presence is overcoming me. So poor and defenseless. What have they done to you? What harm? Ich bin unschuldig, glaube ich. You were there, and so was I. A huge gate, and the creator hidden behind it. Only those few who touched him could understand, but you could. You understood, and I understood through you. Ist schon recht. Ich habe das Gefühl, es wird von Mal zu Mal wirrer, verworrener, vielleicht auch. Ich sollte hier wahrscheinlich abhauen, oder? Andererseits, wir haben einen Checkpoint. Oder verzieht sich das? Ja, sogar ziemlich plötzlich. Okay. Hui, dann können wir uns hier ein bisschen umgucken. Und wir sind jetzt, hier, ne? Ja, sind wir. Das bedeutet aber, noch zwei. Zwei haben wir noch übrig, das ist aber nicht sehr viel. Und die sind beide in dieser Region hier hinten, wa? Sehe ich das richtig? Das ist die Frage, was unser nächstes Ziel sein sollte. Wir könnten halt hier mal die Straße entlang gehen, einfach just in case, ob wir da irgendwas finden. Ich glaube halt, dass wir hier nicht zurückkommen zu unserem Camp. Das ist das Blöde. Da müssen wir gleich mal gucken. So, aber das hier haben wir abgeschlossen.
Ja, vielleicht ist es nicht mal wirklich, dass es immer verrückter wird, vielleicht auch. Aber irgendwie erzählt er das mit immer mehr Inbrunst, sozusagen. Immer besessener. Das ist vielleicht das richtige Wort. Immer besessener? Könnte man das vielleicht so nennen? Ja, vielleicht. Ja, vielleicht. Kommen wir hoch. Nur ein bisschen entlang schleichen auf der Mauer. Warum eigentlich nicht? Vielleicht finden wir noch irgendwie ein Zettelchen oder so. Ja, wir machen hier einmal einen kleinen Schlenker drumherum. Ah, und hier haben wir einen Friedhof. Ein Friedhof. Ist hier vielleicht noch irgendwie ein Zettelchen oder so? Können wir einmal so ein bisschen hin und her gehen, ob wir irgendwas hören. Aber scheint mir fast so, als das nicht. In dem Fall würde ich vorschlagen, wir nehmen einmal den Kompass zur Hand. Und wir müssten, warte mal, wir müssten nach Süden. Ne? Nach Süden. Hier den Weg würde ich halt ganz gern nehmen. Also nach Süden und dann nach Osten. Okay. Ne, hier nicht. Das wurde uns ja schon mal zum Verhängnis. Habt ihr ja völlig recht. Gut. Weißt du, nach dem, was jetzt hier gerade geschehen ist, da kann mich auch das scheiß Wetter hier nicht irgendwie fertig machen. Das macht mir auch keine schlechte Laune. Nee, alles gut. Alles in bester Ordnung. Ich bin froh, dass wir überlebt haben. Und was ist das hier? Ist auch irgendwie hoch. So, irgendwie nach Osten, oder ist das schon diese Abzweigung hier? Ist das schon der Weg? Könnte sogar sein. Es geht direkt nach Osten. Aha. Ach, na sowas. Ach, na guck einer an. Das trifft sich ja hervorragend. Ah, super. Guck mal, wie schön es hier ist. Auch so schön geschützt. Ach, nice. Das gefällt mir gut. Und das trifft sich auch hervorragend. Da würde ich jetzt noch einen Folgencut machen. Ne? Im Stream geht es gleich noch eine Folge weiter, würde ich sagen. Genau, eine Folge machen wir noch. Aber an dieser Stelle erstmal einen kleinen Cut. Dann sammeln wir uns wieder. Wir machen einen Plan, wie wir weitermachen. Ja. Wo bin ich denn jetzt? Hier. Genau. Dann stiefeln wir ja mal weiter und gucken, ob wir irgendwie hier zurückkommen. Oder, da wir jetzt ein Lager haben, können wir eigentlich auch eine Schnellreise machen. Weißt du was? Dann machen wir uns auf den Weg zum Wald. Warum eigentlich nicht? Vielleicht schaffen wir das dann ja noch in der nächsten Folge. Okay. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Und ja, eben drum. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal auch wieder mit dabei. Vielen Dank nochmal und bis dann. Macht es gut und tschüss.